Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 3 des Let's Learn Max Block Scorching Ray CI Okkultist. Wir können gerade mal nachgucken, welches Biest wir für den Headhunter brauchen. Weil wir kommen jetzt ja in die Level in den Levelbereich. Unique Belt. Sacrebine Wretch. Das heißt, einen Wretch als Genus. Das sind diese Vogelfiecher. Und Sacrebine heißt einfach, dass es ein Red Beast ist. Also wir müssen einen roten Vogel töten. Also Vogel im Sinne von den Viechern, die da auf zwei Beinen laufen. Ihr wisst, welche ich meine. Yo! Ideal wäre natürlich Level 40. Weil ansonsten sind zu viele Gürtel im Pool drin, die dann kommen können. Kann gerade mal nachgucken. Leather Belt PoE. Wie viele... Okay, das nächste Ding ist Level 48. Also von 40 bis 47 wäre ideal. So ein roter Vogel. Das heißt komplett Akt 5. Ich glaube, die letzte Zone in Akt 5 ist 45, also Rooftop. Und dann halt noch der Anfang von Akt 6. Da haben wir Zeit, einen roten Vogel zu finden. Heißt natürlich nicht, dass dann sofort ein Headhunter rauskommt, ne? Ist klar. Aber damit maximiert man seine Chancen. Wo waren wir hier auch noch stehen geblieben? Ah ja, wir wollten hier rüber, ne? Oh, jetzt sind wir beim Live-Cluster. Sehr schön. Dann gibt es als nächstes wieder ein bisschen Punkte. Wir sind aktuell bei ca. 1400 HP. Inklusive Mana halt. Ich will bis Ende von diesem Akt bei 1800 plus sein. Aber das sollten wir eigentlich easy schaffen. Man merkt halt auch, dass wir noch keinen Immortal Call haben. Die Immunität vom Schaden macht so viel aus. Unenfeeble triggert noch nicht instant auf alle Packs. Das wird aber in Zukunft auch immer besser. Weil aktuell ist der Schaden, den wir erleiden müssen, mit Cast When Damage Taken triggert, im Vergleich zu unserem Life Pool noch ziemlich hoch. Aber wie gesagt, das wird ja besser mit der Zeit. Je höher, je größer unser Life-Pool wird, desto besser wird das Verhältnis für uns gesehen. Oh. Wir werden ab und zu noch gestunt.
Nicht gut. Aber das Ganze hat sich dann im Crew Lab ja auch dann erledigt. Aber bis Akt 8 müssen wir halt noch auskommen mit dem, was wir haben. So, jetzt kriegen wir einen Ring. Welchen wollen wir denn austauschen? Den hier, wa? Der nicht genug Resis. Das heißt, wir brauchen Lightning Rest, oder? Nee. Wir brauchen Fire und Lightning. Der hat Life drauf. Der hat kein Life drauf. Machen wir das so. Ist jetzt nicht wirklich gut, der Ring, aber... was soll's. Der hat auch noch Rarity drauf. Das heißt, wir finden jetzt mehr gelbe Items. Das hilft natürlich auch ein bisschen beim Gieren. Da ist ein Red Beast. Mal gucken, welches das ist. Oh. Der Regen? Nee. Das ist ein Sacrivine Reg. Oh, ich habe aber... Ich habe natürlich jetzt keine Netze mehr dabei. Ich sollte mir einfach ein paar Netze für diese Gelegenheiten mitnehmen. Ja, sometimes lucky, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt lucky ist oder ob die überhaupt nichts wert. The fuck? Das Netz nicht geschmissen? Das wäre fast in die Hose gegangen, ja. Red Beasts sind richtig gefährlich, Mann. Was sind Sacrivine Ratches überhaupt wert in im Levelbereich 40 bis... 47. Reg.
dann Sacker Wine. Reg. Dann bräuchte ich den, glaube ich, gar nicht. Und dann Item Level 40 bis 47. 27 Chaos. Nice. Also es kann Sinn machen, wie man gerade gesehen hat, sich mit den Rezepten ein bisschen auseinanderzusetzen. setzen. 27 Chaos, einfach für ein Red Beast, während man levelt. Ziemlich gut. Ach, das ist Beast Cherry. Softcore. Ups. In Hardcore gibt's nicht mal einen. Guck. Kann ich vielleicht noch mehr für verlangen. Für die Leute, die noch nicht gesehen haben, wie das Ganze abläuft, kann ich das ja gerade mal kurz zeigen. Man braucht so eine Beast Cherry Orb, aber ich zeige das einfach so. Auch den Kauf von der Beast Cherry Orb. Ich habe einen Beast Cherry Guide oben, könnt ihr euch einfach angucken. Geht bei Purchase Nets, könnt ihr euch hier für einen Chaos so eine Beast Cherry Orb kaufen. Dann geht ihr in euer Beast Cherry rein, bei Captured Beast. Und dann hier gibt er einen Sacker Wine Reg. Und da ist er, Level 41. Dann wendet ihr die Beast Cherry Orb einfach auf den an. Und dann habt ihr das Item. Und das könnt ihr dann verkaufen. Ich stelle es einfach mal für ein Ex rein. Vielleicht kauft das ja einer. Glaub nicht, aber was soll's. Sonst mache ich das einfach selber. Vielleicht kriege ich ja noch einen Headhunter. Oh, der hat aber viel Energy Shield. Holy shit, der hat 120 ES. Aber der hat mega viele Resis. Problem ist, ich würde mein Arcane Search Setup ein bisschen kaputt machen. Aber das macht eigentlich nichts. Nehmen wir mal Orb of Storms hier raus. Arcane Search damit dran. Jetzt passt das Formana aber nicht mehr, ne? 22. Passt gerade noch so. Sehr geil. Machen wir das so erstmal. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen weniger Energy Shield, aber Energy Shield, sagte ich ja schon, ist beim Level nicht ganz so gut. Resis sind am wichtigsten. Und wir waren noch nicht capped. Wenn ich jetzt Resi capped wäre, und damit meine ich 105 Resi, weil nach Kitava verlieren wir ja wieder 30, dann hätte ich die andere genommen, definitiv. Weil 120 Energy Shield ist schon ziemlich viel. Ich meine, diese hat auch ein bisschen, aber nur 8. Überlegen, ob ich noch einen für später einen Aspect of the Spider mit reinnehmen soll. Weil ich kann keine 35er Aura oder Mana Reservierer mit reinnehmen, aber ich habe 25 hätte ich. Also das würde gerade so gehen mit ein bisschen Investment. Und, Aspect of the Spider gibt mir Slow auf den Gegnern. Und die Gegner nehmen mehr Schaden. Aber das Wichtige ist der Slow. Ich habe jetzt halt einen Haufen Duration auf der Arcane Search verloren. Aber ich will das Ding ja eh die ganze Zeit setzen. Weil ich Elemental Equilibrium auf die Gegner bringen möchte.
Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm, dass ich da Duration verloren habe. So, jetzt müssen wir gleich einen Fiebel festsetzen. Den dürfen wir nicht auf 6 leveln, der muss auf 5 bleiben. Weil sonst triggert unser Kasven Damage Taken den nicht mehr. Der Regen? Ja, gerade sagen, der hält so viel aus. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich so eine richtig fette Spell Damage Burn Waffe finden würde. So Spell Damage, Fire Damage, Burning Damage drauf ist. Cast Speed vielleicht. Yo, what the fuck? Wo krieg ich den ganzen Schaden her? Oh, diese Stunts, please. Ich habe doch gar nicht so wenig Life. Warum werde ich denn dauernd gestunt? Yo, what the... Oder ist das vom Blocken? Dass ich die ganze Zeit vom Blocken gestunt werde. Ah, block ich so oft? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, ich brauche möglichst schnell Cruel Lab. Wie viel Block hat das Schild denn? 22. Das ist jetzt auch nicht so viel. Naja, Ende Akt 6 hat sich das mit dem Stun-Problem auch gelöst. Dann kriegen wir... Gut, entweder haben wir dann genug HP, dass wir dann direkt ins Cruel Lab können, bevor wir überhaupt mit Akt 7 anfangen. Oder... Zumindest haben wir die Pantheon Power vom Brine King. Und die sorgt... Oh. Ich habe keine Freeze Flask. Oh, gerade gemerkt. Echt nicht? Ich habe eine Bleed Flask. Okay.
Bis dahin müssen wir uns noch mit Stun rumschlagen. Oh shit. Was ist das für ein riesen Blue Pack? Bleed Immunity, ist gut. Oh. Wieder ein Ratch. Oh. Nochmal irgendwie 20 Chaos bis ein X. Weil wir sind noch nicht Level 48. Siehe hier, wir sind noch in der 40 bis 47 Zone. Easy Game. Warte, das ist auch eine Energy Shield Basis. Gimme, gimme. Falls ihr mal keinen Bock mehr auf eure Currency-Farm-Methode habt, die ihr Weile gemacht habt, könnt ihr natürlich auch einfach Level 40 bis 47 Zonen spammen. Müsst ihr mal gucken, in welcher Zone am meisten Red Beasts spawnen. Und dann farmt ihr einfach die Headhunter-Beasts. Also, das kann man auch machen. Während ihr natürlich die ganzen Monster killt und den Loot auch noch einsammelt. Oh, ich habe keine Stärke genug, wa? Verdammt. Und Decoy-Tote muss ich unbedingt leveln. Sonst sehe ich irgendwann alt aus. Kann ich irgendwo Stärke mitnehmen? Ja. Irgendwo eine Travel Note, wo ich sowieso hin muss. Nee, ich muss hier lang. Hier ist keine Stärke.
Nehmen wir die. Oh, Detonate. Der hat Burning Damage drauf. Und der hat Mana drauf. Ich glaube, meiner hatte gar nichts Gutes, ne? Der hat viel Resi. Junge, Junge. So, lass uns erstmal diese Items hier angucken. So, wir haben hier. Zack, zack. Jetzt muss ich gleich nur ein bisschen aufpassen. Wenn ich in die nächste Zone reinrenne, weil da haben die Gegner. Da sind ziemlich viele starke Gegner. Ja, ich brauche die Resi, ne? Das ist das Problem. Der hier hat zwar viel Spell Damage drauf und hat auch noch 18 Resi. Und Energy Shield. Warte, wenn ich den ablege. Der hat gar nichts. Ich meine, ich brauche eigentlich nur Fire Res in diesem Akt. Achso, ich brauche eh noch 3 Level, bis ich den anlegen kann. Aber ich glaube, den würde ich sogar anlegen. Der kann gar nichts. Der hat 30 Elemental Damage. Das ist zwar auch viel, aber nichts anderes. Der hier hat 35. 17 Burn und 18 Elemental. Und noch Mana drauf. Und der hier hat nichts anderes. Das heißt, wir nehmen den. Schmeißen den weg. Der hier hat. Ah, die waren die, ne? Die sind ziemlich gut. Das sind einfach mal 46 Resi im Vergleich zu 37. Das ist ziemlich nice. Sieht das mit der Verteilung aus? Auch ziemlich gut. Jetzt packen wir Flame Dash noch dahin. Ink Duration hier oben erstmal. Mal ein bisschen aufpassen jetzt. Was ist los mit den Leuten? Können die nicht lesen? Bei Transmutes habe ich mindestens 5 angegeben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine aber wohl. Das war mal auf 2, aber ich habe das extra geändert. Ich kann Leute, die mit den Raten rumdoktoren, nicht ab, ne? Das ist ja im Grunde schon ein Scam-Versuch. Im Grunde ist es ein Scam-Versuch, weil ich habe explizit gesagt, dass ich mindestens 5 Chaos traden will. Und er schreibt mich wegen 2 Chaos an. Was dafür sorgt, dass er meine Opportunitätskosten komplett ignoriert. Aber ja, erklär den Leuten mal Opportunitätskosten. Warum ziehst du mich nicht für 2 Chaos durch Merklab? 20 Chaos ist viel zu teuer. Ja. Aber was könnte ich in der Zeit machen, wo ich dich durch Merklab carry? Ja? Raffen die Leute nicht. Ist mir scheißegal, ob du andere Leute findest, die dich für 2 Chaos durchs Merklab carryen. Mein Preis sind 20. Schon mal Portal Scrolls ready machen. Er sollte aber direkt in Phase gehen. Ja. Animation und Phase. Im Grunde braucht man die Gegner hier auch nicht töten.
Man hat da nichts von und die verschwinden automatisch, wenn hier Avarius in Phase geht oder in diesem Fall Innocence. Und selbst wenn man keine tötet, geht Innocence in Phase. Also ist nur für Flask Charges und vielleicht Frenzy oder so. Kann ich ja mal zeigen. Ich habe alle Flask Charges, das heißt, ich werde jetzt einfach mal nur wegrennen. Und er geht trotzdem in Phase. Man sollte halt ganz außen rennen, ne? Damit die Gegner einen nicht erreichen. Man sieht ja auch, dass sie wieder überschrieben werden, die Gegner, wenn er neue beschwört, ne? Und gleich sind sie alle weg. Das war Best-Case-Szenario, dass er den Strahl aufs Decoy gesetzt hat. Dadurch konnte ich halt meinen Strahl auf ihn setzen, ohne mich bewegen zu müssen. Außer halt, dass die Statue da am Ende noch ankam. Er hat nicht einmal die Ballphase gehabt. Ich glaube, das hatte ich auch noch nie. Ich hatte das wohl mal, dass er die Animation angefangen hat und keine wirklich durchgekriegt hat, keine Ballphase. Dass er dann in der Animation gestorben ist, zum Beispiel. Aber dass ich gar keine hatte, das hatte ich, glaube ich, noch nie. Liegt jetzt nicht an dem überragenden Damage, den wir haben, weil den haben wir nicht. Aber es war einfach lucky, dass er die Attacke nicht gemacht hat. HP sieht gar nicht mal so gut aus. Wir kriegen jetzt noch eine dicke Note mit 6%. Aber das sind viele Wisdom Scrolls. Armorers sind 2 Wisdoms und die Blacksmiths und Transmutes sind 4 Wisdoms. Kann man einfach so zum Händler geben. Mal gespannt, ob wir noch einen Sacrebind Wretch finden. Bis wir dann in einer Level 48 Zone sind. Das wäre geil. 3 Stück, Mann. Die sind so teuer. Was gibt's wohl sonst noch für Beasts, die so ähnlich sind wie Sacrivine Wretch? Welches Level hat Sephiroth's Flask?
Das funktioniert halt am besten mit Items, die ein niedriges Level haben. Aber das muss ich mir gleich mal genau angucken, was jetzt genau Taurus ist. Und dann werde ich da beim nächsten Mal leveln, mal drauf achten. Headhunter Beast ist natürlich Optimum, ne? Das ist klar. Der kam weg. Wir gehen mal zuerst ins Reliquary. Bin auch gewöhnt, dass mein Flame Dash auf Rechtsklick ist. Vom letzten Char halt. Da hatte ich halt als Hauptmovement Shield Charge. Der war auf E. Und für Abgründe hatte ich dann Flame Dash noch mit dabei auf Rechtsklick. Eine Alchemy. Naja. Dann craften wir die einfach mit Alterations. Oh. Ungewohnt, so wenige dabei zu haben. Ich dachte schon, warum geht das hier nicht weiter? Eigentlich wollte ich die auf Zusatz-Items craften, aber ist auch nicht so wichtig bei Arcanist. Wenn ich in Maps bin, schmeiße ich da meistens einfach eine Alchemy drauf. Und daher kommt dann meistens ein Quant-Mod mit drauf. Oh, Ratch? Ah, schade. Dann brauchen wir den eigentlich auch nicht machen. Oder? Können wir den schaffen? Der hat keinen Regen, also... Oh, shit. Gut, dass unser Decoy so viel aushält. Dr
droppen halt schon gut Items, ne? Also es lohnt sich schon, die mitzumachen, wenn man das hinkriegt, ohne zu sterben. Was kostet wohl ein Level 21, 20 Scorching Ray? Den selber zu leveln, da habe ich keine Zeit mehr für. Gerade mal nachgucken. Pure Trade. Scorching Ray. 20 Quality, Level 21. Oh mein Gott. Ach, das ist Softcore. 2x. Es geht noch. Mal Life Search für an. Stip Knight ist gut, ne? Ja, Stip Knight ist extrem gut für diesen Bild. So, ein bisschen Sachen verkaufen. Ich glaube, ich hole mir erstmal diese hier noch. Die will ich später auch haben. Carspeed ist ziemlich gut. Und ein paar Sachen wieder auf die Bank legen. Dann nehmen wir mal Stip Knight für eine von diesen Mana Flasks. Und dann machen wir mal Fix Kitava. Weil Carspeed erhöht nicht nur die Rotationsgeschwindigkeit, es erhöht auch die Rate, mit der die Minus-Resi-Debuffs auf die Gegner gebracht werden. Also es können ja bis zu 8 Debuffs auf dem Gegner sein und jeder von diesen Debuffs senkt die Feuer-Resi um 3%. Du heilige Scheiße. Das heißt, Maximum natürlich dann 24%. Feuerresi-Reduktion ist ziemlich gut. Merkt man am Schaden, wenn Max-Stacks drauf sind. Hätte ich gerade auch die Stip Knight ziehen können, ne? Hätte ich wahrscheinlich überhaupt keinen Schaden genommen. Gar nicht dran gedacht. Nett. Keine Viren auf dem Rechner. Wow. Pogjam. Stip Knight ist einfach so lächerlich. Man nimmt halt überhaupt keinen Schaden mehr, ne? Weil dadurch, dass die Gegner Enfeeble auf sich drauf haben und geblindet sind, haben die halt irgendwie null Trefferchance. Weil Blind reduziert deren Accuracy um 65%. Und Enfeeble reduziert deren Accuracy nochmal. Also die haben irgendwie überhaupt keine Accuracy mehr. Das heißt, die ersten paar Hits von denen treffen überhaupt nicht. Das ist ja so ein Ding bei Accuracy und Evasion. Das ist ja... Wie nennen sie das auch noch? Es fällt der Name gerade nicht ein. Jedenfalls werden die Restwerte von den Rolls, das ist ja ein konkurrierender Roll, wie bei Dungeons and Dragons, Pen and Paper. Und die Restwerte werden mit in den nächsten Roll, zumindest zum Teil, mitgenommen. Das heißt, die Rolls sind nicht unabhängig voneinander. Dodge hingegen ist, da sind die Rolls unabhängig voneinander.
Jo, angekommen. Was machen wir? Wir gehen weiter hier rüber, ne? Ah ne, hier müssen wir hoch und dann hier lang, ja. Gut, wir haben jetzt 480 drauf. Wir sind bei knapp. Ja, wir sind nicht bei ganz 1700. Wir haben nicht ganz 1700 HP. Aber wir haben auch noch 400 Energy Shield. Also, und da Kitava recht langsam angreift, können wir das eigentlich auch immer wieder regenerieren. Sollte passen. Wir haben jetzt kein Immortal Call für die Ad-Phase, aber wir haben Stib Knight. Die Ad-Phase, da kann man auch ganz schnell mal umkippen, instant. Wenn alle Attacken von den Ads eintreffen. So, erste Ad-Phase. Das Coole an Scorching Ray ist mal. Oh ja, da kommt's. Man kann halt über die Ads rüberwischen. Das heißt, man tötet die Ads eigentlich, während man das Herz kaputt haut. Keine Explosion. Nein, nice. So, jetzt kommt die gefährliche Ad-Phase. Hier muss ich aufpassen. Sehr schön. Stib Knight Flask, die Rauchwolke, die ist halt super OP. Wieder keine Explosion. What the fuck? Normalerweise macht er die Explosion immer, nachdem er diese schwarzen Dinger gespawnt hat. Gut, jetzt haben wir auf einmal keine Resi mehr. Shit. Das wird gefährlich. Vor allem die Lightning Res gegen Chevron. Nicht gut. Gar nicht gut. Wenn ich jetzt ausloggen würde, könnte ich noch nicht nach Akt 7, oder? Nach Akt 6? Nein. Weil bei, wenn man den Brine King tot hat, muss man ja auch nach Akt 7 segeln. Aber man kann sich auch einfach ausloggen und kann sich nach Akt 7 porten. Hier ist es anders, komischerweise. Naja, machen wir mal die Strandquest, holen uns die Immortal Call ab. So, ein bisschen Tank hier. Wir müssen irgendwie Resi rankriegen. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht. Die Explosionen haben auch schon mal mehr Schaden gemacht.
Gimme Immortal Call. Gimme, gimme. Kann ich gar nicht unterbringen aktuell. Purchase. Leveln kann ich es schon mal. Wenn ich jetzt einen besseren Schild finden würde oder eine bessere Waffe, dann könnte ich die relativ leicht three-linken. Waffe vorausgesetzt, ich finde einen Zepter. Ein besseres Schild ist eigentlich so gut wie immer ein Kite-Schild. Weil die Kite-Schilde, die haben den Auras implicit. Oh, Abyss. Da droppen immer viele Rare-Items. Die haben auch Scorching Ray. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Kite-Schilde nicht übersehe, weil die werden nicht gut angezeigt von dem Filter. Was? Ich habe die ganzen Rares doch gekillt. Habe ich zu wenig normale Gegner dabei getötet oder was? Auch bessere Items. Come on. Gerade immer out of range von dem Scorching Ray. So, ab jetzt gibt es wieder Live-Punkte. Sehr schön. Ah, der Boss wird ein bisschen nervig mit Scorching Ray. Erstmal die ganzen Ads hier wegballern. Mit ihren Totems und so weiter. Oh, shit. Ich glaube auch noch nie, dass der Zonenboss vor den Ads gestorben ist. Bone Armor. Könnte vielleicht gut sein. Noch ein Abyss. Vielleicht schaffen wir diesen ja mal.
Alter Schwede, ist das für ein Schaden. Tatsächlich Mana-Probleme aktuell. Noch ein Abyss? Holy shit, ist das hier Abyss League? GG hat auf Reddit gehört und Beastcherry League wurde entfernt von den Servern und wir sind jetzt wieder in Abyss. Holy fucking shit, werd nur gestunt. Alter. Wird mal Zeit für eine Instant Life Flask. Oh, Sage Wand. Okay. Sei bitte gut. Die kann ich nicht anziehen. Oh, Kite Shield mit 8% implicit. Hier, und sag ich ja. Was ist das? Manche Kite Shields werden sogar noch schlechter angezeigt. Mit Life. Na, da kann ich mir nichts von kaufen. Verdammt nochmal. Ist ja schlechter als den ich habe. Der hier ist nett. Der hat zwar... Oh, der hat keine Resi, ne? Der hat nur Feuerresi. Verliert halt mega viel Cold. Ist auch nicht gut. Was können die anderen hier denn? Der hat Feuerresi drauf. Das ist gut. Die kann ich gebrauchen. Ja, das Schild kann ich jetzt definitiv nicht mehr gebrauchen. Weil ich brauche Resi. Sind 44 Spell Damage. Das ist gut. Und Mana und Chaos. Ist besser als der da. Ich kann den rausnehmen. Ich kann den rausnehmen. Und dann könnte ich... Taugt er was? Den brauche ich nicht. Fire Damage hat der. Aber null Resi. Da taugt auch nichts. Jo, ich könnte das Ding craften. Mit Chromatics. Oh mein Gott, rot-blau. Das ist doch nicht so... Das ist eine... Ah ne, ist es noch nicht. Es hat noch gar keine Attributsanforderungen. Ja, dann kann ich das doch nicht machen.
Dann werde ich den erst bei Gelegenheit anziehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Normalerweise sind diese Kite Shields alle in Stärkebasen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass da rote oder blaue Sockel draufrollen. Grün ist sehr unwahrscheinlich. Wir kriegen gleich eine ziemlich gute Pantheon Power für uns. Während wir stationär sind, kriegen wir Fist Damage Reduction. Und während wir channeln, sind wir ja stationär, logischerweise. Ich bin im Grunde auch geneigt, blaue Waffen mitzunehmen, weil die können mittlerweile auch so gut sein. Weil, wie man hier sieht, die haben ja schon 24 und 30% Implicit. Und wenn die dann noch irgendwie einen guten Explicit rollen, dann hat man gewonnen, ne? Dann ist das Ding schon besser als das, was man aktuell hat. Stip Knight an und alles Face Tank. Hihi, wurde gefreezed, aber ich hatte Stip Knight und die Gegner hatten nicht. Fast zu früh gefreut. Alter Schwede. Wo kam der Damage auf einmal her? Holy shit. Aber wir können uns noch einen Skillpunkt abholen erstmal. Wir müssen jetzt eh eine Weile laufen. Jo, hier geht's weiter. Live. Was sagen die Live-Searches denn? Dreiecks. Am Arsch, Mann. Nur gestunt. Meine Güte, ist das nervig. Aber ja. Brian King ist nicht mehr weit. Und dann hat sich das erledigt. Wir können links rumlaufen, dann können wir auf dem Weg noch ein paar Gegner mitnehmen. Thank you.
Jetzt geht's Richtung Chevron mit 28% Lightning Res. Das kann was werden. Den will ich definitiv nicht machen, der one-shottet mich noch. Ratch wird noch gehen. Aber ne, wir haben hier... Aber den will ich unbedingt auslassen, weil wenn der irgendwie Lightning Damage macht, dann bin ich direkt tot. Komm näher. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt so viel AP habe, dass, dass Resis nicht so wichtig sind, ne? Aber oh, das wird nichts. Resis. Oh, warte, ich kann die Boots anziehen. Gibt mir zwar auch keine Lightning Res, aber ich brauche die Stärke. Seriously? Oh Mann. Gut, ich brauche die Fire Res hier eh nicht. Nächstes Level. Oh ne, die wollte ich ja behalten. Nächstes Level geht also erstmal wieder in Stärke. In diese hier. Weil Decoy Totem ist extrem wichtig, das immer auf Max Level zu halten.
5 Chaos. Der sagt, so, Stärke-Note erstmal. Und dann kann ich die anderen Schuhe jetzt anlegen. So, die brauchen wir nicht mehr. Den können wir noch weiter leveln. Jetzt haben wir zumindest genug Feuerresi. Hilft uns bei Chevron aber auch nichts. Und für den Brine King brauche ich auch noch Lightning Resi. Oh mein Gott. Und da sind wir auch schon gleich angekommen beim Boss. Hier vielleicht noch letzte Chance auf ein paar Items. Nicht Kite-Schild muss schon sehr, sehr gut rollen, damit das besser ist. Wir können es probieren. Weil ein Kite-Schild kriegt ja allein schon ein, zwei Resi Explicit allein durch den Implicit. Auf dem Level zumindest. Wenn du jetzt ein 8% Implicit hast, das sind ja 24 Resi, da muss ein Explicit erstmal rankommen. Spell Damage, Life, Cold Dress. Sind gute Stats, aber leider zu wenig. So. Portal. Und bereit machen zum Sterben. Einfach nur Damage machen während. Oh. Oh mein Gott. Warum greift er das Decoy-Totem nicht an? Gerade eben stand das auch. Wo ist er hin? Da.
Fein, fein, fein. Einfacher als gedacht. Obwohl ich keine Lightning Resi hatte. Jetzt gibt es hier noch ein Item. Schön Energy Shield natürlich. Viel Energy Shield. Live und Resi. 23. Ja, der ist besser. Upgrade. Juhu. So, jetzt machen wir Aberrath. Feuer-Resi haben wir ja genug, das heißt, der sollte eigentlich kein Problem darstellen. Der Brine King wird nochmal eine harte Nuss. Ist ein Rare irgendwo. Na, erste Phase lief ziemlich gut. Ja, die Phase lief auch ziemlich gut. Easy Game. Da sieht man mal, wie stark Decoy Totem ist. Wo war ich stehen geblieben? Hier. Das ist mal ein geringer Abstand zur nächsten Zone. So, ab jetzt brauchen wir die Saccharine Ratchets nicht mehr fangen. Ist jetzt Level 48. Kann sein, dass die letzte Zone auch schon 48 war. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wobei, ich glaube, im Grunde kommt nur ein neuer Gürtel dazu, oder? Das heißt, selbst wenn sie nicht mehr ganz so viel wert sind, eigentlich ein bisschen was müssen sie eigentlich trotzdem noch wert sein. Gerade mal gucken. Sacker-Wine. Ratch. Gucken wir mal im Beast Cherry. Da gibt es ja bestimmt. Item Level 40. Fuck ist los mit den Leuten? Siege. Welche ist das? Die? Ja.
Dafür muss ich jetzt aber auch nochmal gucken. Belts, PoE. Ab wann der nächste Belt dazukommt. Warte mal. Ach, ich hatte vorher nach Leather Belts gesucht, ne? Das ist ja falsch. Ich muss ja nach Belts suchen. Okay, Belts. Unique. Ab 40 kann Headhunter kommen. 40 bis 44 ist die beste, bis 43 ist die beste Sparte. Ich glaube, der eine war sogar 43 noch, ne? Wo haben wir ihn? Jo, der ist sogar 43. Das heißt, wir haben zwei richtig gute. Und dann kommen 44, kommen einige dazu, 45. Okay. Lass mal gerade gucken. So, Sacrabine Reg. Sagen wir mal bis 67. Sind die immer noch 7 Chaos. Also es lohnt sich immer noch, die zu fangen. Die sind da nur nicht mehr ganz so viel wert. Wenn ich jetzt bis 43 eingebe. Okay, dann sind die selber Preis, weil die Leute nur die 40er farmen in Harvest. Stellen trotzdem für ein X rein. Ein X. Das sind die beiden. Ab jetzt werden sie ein bisschen günstiger, wenn wir jetzt welche finden. Aber wir sollten die trotzdem noch fangen. Den Helm kann ich dann auch wieder meinen Orb of Storms Flame Dash Setup reinschmeißen. Das hat schon die richtigen Farben. Alter Schwede. Ja, habe ich da keine... Oh, ich habe doch eine Hallowed. Warum heilt die so wenig? Yo, what the fuck? Warum krieg ich so viel Schaden? Meine Fresse. Dicke Not. Tut auch Not. Brauch AP.
Kannst du alle 14 Mal töten, diese Gegner hier. Wird gar nicht weniger. Guck dir das an. Oh. Red. Kann ich mal aufpassen. Wenn das kein Red ist, dann werde ich den wieder auslassen, weil ich habe einfach nicht die Resis dafür. Ah, es ist ein Drop Beast. Die sind eh gefährlich. Schnell weg. Ah, der war schon Level 3. Fuck, hole ich mir später einen neuen. Ich kann aber Ink Duration weiter leveln. Ich habe nur minus 4 Chaos Res. Auf geht's. Dann kann er mir ja gar nichts. Jetzt die Frage, wo geht's als nächstes hin? Da ist nur Resi drauf. Oh, wir können den Helm aber anlegen. Gut Energy Shield dazu gekriegt, auf jeden Fall. Wo habe ich denn... Da, Orb of Storms, Arcane Surge... Flame Dash und Ink Duration. Okay, wo geht's hin? Geht's hier hinten hin? Hier ist Auras. Ich glaube, hier hinten will ich hin. Ja, machen wir die paar Punkte gerade noch fertig. Ich kann Arcane Search auch wieder leveln. Jo, wie viele Parasites sind das bitte?
Machen den Zonenboss gerade nochmal mit. Kann auch sein, dass er noch ein paar gute Items droppt. Dann geht ja auch schnell. Oh. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber mir fehlt dann der Vorlenk. Oh mein Gott, ich habe keine Lightning Resist. Oh. Car Speed. Der taugt nichts. Das Ding ist, die Feuerresi ist teilweise verschwendet. Von dem hier. Ja. Davon gehen quasi nur 7 ein. Das heißt, der Helm hat 26 Resi. Hat immer noch mehr als der, ne? Machen wir das erstmal wieder so. Mir geht zwar Energy Shield flöten, aber Energy Shield ist im Grunde nicht viel wert. Weil wir halt noch keine gute Möglichkeit haben, das zu regenerieren. Und Life ist erstmal das Wichtigste. Jetzt fehlt mal wieder Cold Dress, ne? Man könnte auch eine Purity of Elements mit reinnehmen, aber da wir Mind over Matter sind, ist es nicht ganz so sinnvoll.
Wobei es wahrscheinlich immer noch besser, als mit so wenig Resi rumzurennen. Und ich muss die ja eigentlich auch nur bei Bossen anmachen, ne? Wo gibt's die auch noch? Gibt's die in Akt 3? What is it? Watch yourself. 35 Mana. Ah, shit. Naja, nützt nichts. Müssen wir anmachen, weil sonst sind wir gleich tot. Da habe ich keine Lust drauf. Gibt uns 18 Aures. Ist jetzt nicht wirklich viel, aber besser als nichts. Wir haben jetzt um die 2000 HP ohne Energy Shield. Aber dafür sehen unsere Resis jetzt ein bisschen besser aus. Immer noch nicht gut. Aber wir kriegen auch noch gleich 8 Aures. Was ist das für ein Beast? So ein Watcher, wa? Nee, Drop Bear. Und tschüss. Ich hoffe mal nicht, dass ich da hinten runter musste. Ich glaube, ich muss erst hier lang. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ich meine wohl.
So, jetzt fehlt nur noch einer. Ja, die Punkte kriegen wir nicht mehr voll. Hier muss man höllisch auf die Stone Golems aufpassen. Wenn die einen mit dem Slam treffen, da wächst nichts mehr. Wenn man zwei abkriegt, kann das schnell mal tödlich enden. Das heißt, wenn man einen von diesen Stone Golems sieht, kann man besser einen Schritt zurück machen. Oh mein Gott. Freeze und Stunlock. Das ist echt ein Witz, Mann. Okay, wir sind schon da. Das ging schnell. So courageous. Such a fine example of womanhood. I simply knew you wouldn't disappoint me. Ja, die Resis sind in Ordnung, würde ich behaupten. You cannot be stunned if you've been stunned or blocked a stunning hit in the past 2 seconds. Ah, herrlich. Also kriegen wir nur noch alle 2 Sekunden einen Stun ab. Ist auch scheiße, aber was soll's. War mal stärker die Not, war mal 4 Sekunden. Und hier ist das halt, was ich sagte, ne? Man kann direkt zu Akt 7, obwohl man nicht Sail to Akt 7 angeklickt hat. Gut. Machen wir direkt Lab. Ich weiß ja nicht. Lab ist ziemlich geil für uns. Also, nochmal 150 Energy Shield. Cannot be stunned while you have Energy Shield. Ziemlich gut. Naja, werde ich mir nochmal überlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link
etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra, erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.